Hallo Leute, in dem Video habe ich was ganz Besonderes vor. Und zwar möchte ich einmal ein Produkt vorstellen. Und zwar die Boilies von Matze Koch. In dem Fall die Sonderedition in Hummer-Knoblauch, 20 mm. Gleich vorneweg, ich mache normalerweise wenig Werbung. Das heißt, ich stelle meine Produkte, mit denen ich fische, kaum vor, weil da bin ich der Meinung, muss jeder seinen eigenen Weg finden und ich möchte auch keine kostenlose Werbung machen. Hier ist es was anderes, weil ich habe auf Facebook bei einem Gewinnspiel mitgemacht von Matze, von seiner Homepage. Da ging es darum, bei einem Gegenstand quasi verschiedene Teile zu erraten. Auf jeden Fall habe ich da gewonnen und habe mich dann dazu entschieden, einmal ein Kilo von diesen Hummer-Knoblauch-Boilies auszuprobieren. Und ich muss sagen, der erste Eindruck war wirklich gut. Ja? Also es roch wirklich nach Knoblauch. Und die Boilies sind auch relativ weich. Trotzdem bleiben sie unter Wasser lange fest. Also ich habe jetzt quasi hier mal zwei Boilies im Vergleich. Der eine lag jetzt ca. 16 Stunden lang im Wasser und der andere ist frisch. Und auch der im Wasser lag, ich meine, der ist jetzt schon ein bisschen brüchig, aber immer noch im Verhältnis zum Original relativ fest. Ja. Genau, also von daher sicherlich ein Boilie, den man durchaus fischen kann. Kostet so ungefähr zwischen 10 und 12 Euro das Kilo, also nicht ganz billig. Es gibt leider auch nur so kleine Abpackungen, keine Ahnung warum. Aber wer das mal ausprobieren möchte oder einfach nicht so einen hohen Bedarf hat, da ist es sicherlich nicht schlecht. Gefangen haben wir mit den Boilies auch schon. Wir sind hier noch am Bolsena und zwar Schleien. Und zwar auf diese Köderkombination haben wir sogar die meisten Fische gefangen. Ja, also da haben wir quasi unten eine Matze Koch Boilie, dann so halb angeschnitten zwei Fluo-Pop-Ups. Wir haben da auch mit anderen Ködern gefischt, ohne Erfolg bislang. Also von daher kann man sich zumindest einbilden, dass es auf den Boilie zurückzuführen ist. Was noch besonders erwähnenswert ist, ist die Farbe. Das ist so ein Rot-Orange, wirklich, man könnte sagen Hummerfarben. Und das sieht wirklich auch unter Wasser sehr gut aus. Und die Struktur an sich ist auch sehr grob. Und dadurch kann sich der Boilie auch sehr gut auswaschen, sehr gut seine Lockstoffe abgeben und im Prinzip fängig sein. Matze Koch, Sonderedition. Und zwar wollte ich nochmal in Hummer Knoblauch eine Sache besprechen. Warum mache ich das? Alter, Knoblauch. Ich könnte nachher essen. Nee, ich will es jetzt machen. Lass mich das schnell machen, das geht ganz schnell. Dann sag ich immer im Prinzip. Ich kann sagen, was ich will. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich einmal im Prinzip gesagt hätte. Und ich wollte euch im Prinzip ein Produkt vorstellen. Matze Koch, Sonderedition. Und ich wollte euch im Prinzip ein Produkt vorstellen in Hummer Knoblauch. Und ich wollte euch im Prinzip ein Produkt vorstellen. Hummer Knoblauch. Im Prinzip. Fängig. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich einmal im Prinzip gesagt hätte. Ich kann sagen, was ich will.